verstärken die nationalistischen Kreise um die Ergenekon-Bande ihre öffentlichen Angriffe. Hrant Dink lehnt es trotzdem ab, ins Ausland zu gehen. Nimmt weiter an öffentlichen Diskussionen teil und plädiert für eine demokratische Öffnung der türkischen Gesellschaft. Ich lehne jegliche Diskriminierung von Minderheiten, die sich anders definieren und mit denen man zusammenlebt, ab. Diese Minderheiten zu diskriminieren, auf sie herabzusehen, das ist Rassismus. Und damit eines der größten Verbrechen auf der Welt. Ob Sie nun einen Türken, einen Armenier oder auch einen Homosexuellen oder eine Frau diskriminieren, nur weil sie so sind, wie sie sind, das ist für mich Rassismus. Und dafür gibt es, soweit ich weiß, Gesetze in der türkischen Verfassung. Da einen Paragraphen wie 301 beizubehalten, der nur die Herabsetzung des Türkentums unter Strafe stellt, finde ich völlig überflüssig und unangebracht. 301. Auch gegen andere Oppositionelle wie Orhan Pamuk gehen Anhänger der Ergenekon-Bande mit offener Gewalt vor. Eine Drohkulisse wird aufgebaut. Wenn Sie mich verurteilen, auch nur für einen Tag, dann möchte ich hier nicht weiterleben. Ich wandere aus, sonst wäre das unehrenhaft. Dink ist irritiert über die geduldeten Angriffe der Ergenekon-Anhänger und die offensichtliche Diskriminierung seiner Person durch die Justiz. Viele Beobachter, Journalisten und Anwälte sind überzeugt davon, dass auch hinter der Ermordung von Hrant Dink die Ergenekon-Bande steht. Unterdessen stoßen inhaftierte Killer Drohungen gegen weitere potenzielle Opfer aus. Alle anderen Prominenten, auch Orhan Pamuk, der offen von der Ermordung von über 1 Million Armeniern gesprochen hat, werden vom Vorwurf der Beleidigung des Türkentums freigesprochen. Nur Hrant Dink wird zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Wie vertuschte Zeugenaussagen belegen, werden nach seiner Verurteilung die Vorbereitungen für seine Ermordung intensiviert. Die Verfahren wurden in diesem Falle so weit gestreut, dass die Öffentlichkeit, ja sogar wir Anwälte und manche gewiefte Gerichtsreporter es schwer haben, den Überblick über die laufenden Prozesse zu behalten. Wir mussten Tabellen und Pläne anfertigen, damit die Kollegen auf die einzelnen Phasen der Verfahren rechtzeitig reagieren können. Wo und wie laufen die Ermittlungen? Wo wurden sie eingestellt? Was können wir? Was müssen wir formell und inhaltlich in welcher Prozessphase machen? Und Ähnliches. Es sieht so aus, als würden die zurzeit vor Gericht stehenden Angeklagten verurteilt und die Verfahren damit abgewickelt werden. Aber im Gewissen der Öffentlichkeit werden offenbar nicht nur diese Handlanger, die angewiesenen Killer, verurteilt, sondern die wahren Urheber dieses Mordes. Das ist sehr wichtig. Hrant hat also auch durch seinen Tod eine sehr bedeutende Mission vollbracht. Das wird offensichtlich. In diesem Land begeht niemand auf eigene Faust einen politischen Mord. Die Türken haben eine Heidenangst vor dem Staat. Wenn nicht irgendwelche staatlichen Stellen die Menschen anstiften oder ihnen Garantien zusichern, begeht niemand einen politischen Mord. Das gab es hier noch nie. Hrant Dink, der große Skeptiker, setzte sich mit seinem ganzen politischen Engagement, mit seinem Leben, für einen kritischen Umgang mit den eingefahrenen Vorstellungen ein. Türken und Armenier sollten ihre Vorurteile hinterfragen. Sie sollten lernen, miteinander offen und ehrlich umzugehen. Er klagte unüberhörbar seine verdrängte armenische Identität in der Türkei ein. Andererseits wollte er nicht in dieser Nische eingesperrt bleiben. Er lebte und wirkte bis zuletzt als humanistischer Denker, als Armenier, als Christ und als ein eher linksliberaler Bürger der Türkei. Zum 2. Jahrestag seiner Ermordung unterschrieben zunächst eine Handvoll Intellektuelle, dann Tausende von Türken einen Text,
mit dem sie sich bei den Armeniern für die Gräueltaten ihrer Vorfahren entschuldigten. Ein bisher einmaliger Vorgang in der Geschichte der Türkei. Was hat die Justiz meines Landes unternommen gegen Menschen, die in Stadien skandierten, sie alle seien Irgün Samast, der Mörder meines Mannes? Und gegen diejenigen Staatsbediensteten, die meinen Mann zum Verräter abgestempelt haben? Was hat die Justiz meines Landes gegen die Polizeibeamten unternommen, die am Telefon zugaben, die einzige Abweichung vom Plan sei, dass der Mörder geflohen ist, sie also den Mörder genau kannten? Und gegen die Gendarmen, die noch vor Verhaftung des Mörders die Nummer der Mordwaffe exakt angeben konnten? Was hat die Justiz meines Landes gegen sie alle unternommen? Jedes Jahr werden wir diese Gedenkveranstaltung durchführen. Meine armenischen und türkischen Kollegen sind überzeugt, Hrant ist der Martin Luther King unserer Völker, der Türken und der Armenier. Genauso werden wir ihn ehren. Er hat das längst verdient. Hrant, Hrant war ein Reisender, ein Rastloser, der nie zu stoppen war, der ständig weiterlief, das ist mein Eindruck. Wir waren eng befreundet. Es war eine wichtige Phase für mich. Ich denke, alles, was ich heute tue und in Zukunft tun werde, werde ich an diesem Lebensabschnitt messen. Tefek yollar Ardından sızıda Tutmaz elleri Tepeden tırnağa Şiir gülleri Yiğidim aslan Tepeden tırnağa şiir gülleri Yiğidim aslanım burada yatıyor Ich bin fest überzeugt, unsere Probleme werden wir hier in diesem Land gemeinsam diskutieren und lösen. Temel düşüncem budur. Açmasın güller